Das besprechen wir an diesem Vormittag mit Maximilian Terhalle, Experte für Geopolitik und Strategie und Gastprofessor an der London School of Economics. Schönen guten Tag, Herr Terhalle. Guten Morgen, Frau Lewinsky. Ich grüße Sie. Lassen Sie uns vielleicht über diesen Vorschlag vom EU-Außenbeauftragten Borrell sprechen. Eine Entmilitarisierung des AKW in Saporischschja. Wie realistisch ist denn diese Forderung, diese Vorstellung, weil Russland lehnt genau das ja bisher ab? Ja, die ist gar nicht realistisch. Die EU versucht natürlich durch Herrn Borrell einen Keil, einen Puffer einzuführen, indem man versucht, Experten in das AKW zu bekommen, weil man natürlich annimmt, dass solange Experten auf dem Gelände sind, keine Bombardierungen stattfinden. Das ist deshalb unrealistisch, weil das AKW natürlich eine taktische, wenn nicht sogar strategische Funktion hat für die Russen. Es ist das größte energieproduzierende AKW in der Region. Die Russen wollen das für die Krim nutzen. Und nutzen das gleichzeitig in perfider Form, um nicht angreifbar die Ukraine zu beschießen. Nikopol, wir haben es vorhin im Bericht gesehen, ist eines der nächstliegenden Opfer. Die Ukraine auf der anderen Seite will natürlich genau das verhindern. Deshalb hat sie gesagt, dass sie den Versuch, dass die Verbindung zur Krim geschaltet wird, dass sie das massiv militärisch stören würde. Und so treffen zwei sich gegenseitig ausschließende Ansätze der Russen und der Ukraine, nicht zuletzt, wir sind ja im Krieg, aufeinander, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass es hier eine verhandelte Lösung geben kann. Das ist, was Herr Borrell vorschlägt, grundsätzlich zwar richtig, aber der Kontext, in dem es passieren soll, gibt das in keiner Weise her. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.